Ja, servus und hallo again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Football Manager 2021 Touch, unsere Karriere-Story. Es ist die 20. Folge, yeah, ein kleines Jubiläum. Wir sind immer noch in der Türkei und wir haben ja gestern beim Save Nummer 19, also bei der Folge Nummer 19, endlich wieder nach 14 Spielen ohne Sieg einen Sieg errungen gegen Fanspor FK. Und möchten diesen Schwung jetzt mitnehmen. Ein Spiel haben wir noch vor der Winterpause gegen Bult Bodrumspor. Die sind in der Tabelle. Wo sind die in der Tabelle? Siebter, aber gestärkt von dem Sieg. Mit dem Schwung, den wir jetzt da mitnehmen werden, werden wir natürlich versuchen, den nächsten Sieg einzufahren. Und wollen auch in die Winterpause dann gehen. Denn dann können wir oder werden wir noch zwei neue Spieler verpflichten. Ich, dass wir noch die Rückrunde überleben hier in der Türkei, ohne abzusteigen. Sollten wir absteigen, ist das Spiel, also das Safe Game ist nicht aus, das läuft ja weiter. Aber da muss ich mir auf jeden Fall einen neuen Verein suchen. Sollten wir drin bleiben und ich nicht entlassen werden, dann bleiben wir wohl noch ein Jahr hier. Halit. 6 Monate hat er noch Vertrag. Ach, über die Verträge haben wir noch gar keine Gedanken gemacht. Beantworten, dazu wenig zu sagen. Ja, das verdrängen wir jetzt erstmal, die Verträge. Da mache ich mir vielleicht in der Winterpause, also quasi morgen, dann Gedanken. Aber jetzt noch nicht, um das Transferfenster zwei neue Spieler. Vielleicht haben wir dann doch noch andere Möglichkeiten, noch weitere Spieler zu holen. Ich bin so aufgeregt. Schaffen wir es noch, einen weiteren Sieg einzufahren? Tabellenmäßig da unten sieht man es, wir haben 8. Selçuk, Anadolu Selçuk hat 9. Başkent Akademi hat 11. Yeni Turgutluspor hat auch 11. Gut, dann Bursa Nilüferspor. Rang 16 hat 19 Punkte, da kommen wir sowieso nicht mehr ran, also das können wir vergessen. Verletzungsbericht. Yilmaz fehlt. Musa Bulut. Erste Liga. Spielerverträge, die auslaufen. Gar kein Interesse, gar ein großes Potenzial. Also den bieten wir jetzt mal einen Vertrag an. Das machen wir jetzt doch schnell. Das passt nicht gut genug. Finanzielle Situation. Gut, den Rest lassen wir. Der 19. Spieltag, das heißt, es ist genau wirklich die Hälfte der Saison gespielt. Wenn die Winterpause losgeht, wenn auch nur 2 Wochen lang, dann geht es schon wieder los. Der 30. Dezember 2021. Nee, 2020. Wir nähern uns der Jahreswende auf 2021. War doch erst Silvester. Kommt mir so. Magischer Schwamm, indem Sie den magischen Schwamm anwenden. Verletzungsnews. Also kann ich quasi die Verletzung heilen. Okay. Und was ist die verdächtige Lasagne? Ein Sieg einfahren oder wie? Mysteriös, mysteriös. Und der 31. Diese Serie ist ja auch im Meistertrainerforum. Allerdings habe ich da erst zwei Teile veröffentlicht, ne, drei Teile. 258 Aufrufe, das ist natürlich wenig, aber die anderen Teile, wir sind ja jetzt eben schon beim 20., werde ich dann demnächst veröffentlichen. Dann hoffentlich haben wir mehr Aufrufe. Der erste Teil der Serie, die ganz
Allerdings auf dem anderen Kanal, auf dem Hauptkanal, also auf dem Marty-27-0472. So, wie sieht es hier aus? Gegenanalyse. England verlässt die, oder Vereinigte Königreich verlässt die Europäische Union. Unser Finanzstatus ist auch noch wackelig. Super. Ja, in den letzten 28 Tagen wurde der erste Teil dieser Serie, allerdings auf dem anderen Kanal, 329 Mal aufgerufen. Weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Das ist im Ranking ganz oben. Ja, ich weiß, dass wir eher nicht so toll sind. Das zweite Video dann 34 Mal, das ist der zweite Teil dieser Serie. Am 10.01. war der erste Teil hier, also war schon mit dem neuen PC. Den haben wir ja am 5.01. aufgebaut. So, dann 3 plus. Also, es sieht immer noch ordentlich aus. Was ich nicht verstehen kann. Der Vorstand muss wirklich wissen, dass wir hier eine absolute Grottenmannschaft haben. Auch meine 17 und 16 Zugriffe. Müssen wir auch mal wieder eins bringen. Ja, ich bin Katzenfan. So, jetzt also. 11 Punkte könnte man ja schaffen, also beim Sieg. Was jetzt natürlich, wir sollten jetzt nicht größenwahnsinnig werden. Allerdings ist unsere Tordifferenz so schlecht. Oh, Transfers. Muhammad Achar. Warum wollen den alle haben? Spielt eigentlich nicht bei uns. Also das heißt, dreimal hat er gespielt, drei Einwechslungen. Im Moment ist er, die lehnen wir ab. Gebe jetzt keinen Spieler ab, wird er zwar beleidigt sein, der Bubi, weil da muss der Bubi durch. Was gibt es im Moment sonst noch zu erzählen? Ja, gestern habe ich den Motorsportmanager gekauft. Da mal reingesehen, sieht auch gut aus, wenn wir demnächst ein Formel 1 Replay machen oder eine Formel 1 Saison spielen. Mit dem eigenen Team. Das wird dann allerdings auch auf dem Marty-27-0472 Kanal sein. Und ja, der Handballmanager reizt mich. Spiele bisher dürfte man keine gehabt haben, jawohl. Und Halit hat einen neuen Vertrag unterschrieben. So, jetzt sind also die Sachen erstmal geklärt. Die Taktik. Autoauswahl. Wir müssen hinten umbauen. Arda Belen gesperrt. Ömer Yilmaz verletzt. Das heißt, in der Linksverteidigerrolle werden wir Furkan sehen. Und in der Innenverteidigung wird Tugrul Yavaşçı von Beginn an spielen. Bester Notenschnitt mit 7,06 tatsächlich. In den letzten 5 Spielen. Toykan Topuz. Gut, und Ömer Yılmaz hatte auch 7,06. Also das ist jetzt schon eine Schwächung. Aber gut. Los geht's! Furkan, also wir spielen wieder in den dezenten roten Trikots. Furkan! Uff. Was erlebt noch? Toykan! Furkan! Lauter Kahn!
Nein! Barbaros mit der Chance, aber auf direkt den Torhüter in die Arme geschossen. Aber wir bleiben weiter dran, Emre. Wenn das ein Tugrul jetzt schon gelb hat, wäre das geschafft nach 3 Minuten. Jetzt. Oh, tschick. Aber Halit. Ja, die ersten 5 Minuten schon einiges geboten. Wieder Furkan beim Einwurf. Dogukan. Toykan, er bietet sich an. Oh, Hacken. Spiel. Hacke, Hacke, Spitze. Ah, schwacher Pass. Unten läuft Harun. Ei, 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 ei. Wo war unser Linksverteidiger da? Wo war Furkan? Wo war der Furkan? Ja, viel zu weit offensiv. Viel zu weit aufgerückt und dann läuft er allein zu. Zweites Tor. Also Halit jetzt auch wieder nicht so toll aus, wenn die Hand nicht zum Ball geht. Trotzdem. Wir rufen jetzt mal. Oh, Einwurf. Quatsch, Freistoß. Dann wieder das. Schenk. Alle fliegen vorbei. Und Bazar macht sein drittes Tor. Und dann ist es eigentlich jetzt schon wieder gelaufen. Nach 20 Minuten. Da fangen wir gut an. 11. Minute, 17. Minute. Hier sehen wir auch die falsche Mannschaft. Jetzt also. Wobei das auch nicht unbedingt die Spiele sind, wo ich erwarte, dass wir die gewinnen sollten. Wir müssen gegen die unten stehenden Teams gewinnen. Natschmitschan, aber drüber. Halbzeit dann. Wir lieferten eine ordentliche Leistung, das ist wichtig. Die Leistung muss einigermaßen passen. Die Punkte kommen dann schon, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So. Es fängt an zu regnen. Wieder Bazar, Mikhail Bazar, das ist das vierte Tor von ihm. Wieder über unsere linke Seite und auch Ali, unser Rechtsverteidiger, sah da jetzt nicht so toll aus. Dogukan. Hey, jetzt hält er den auch noch. Riesenchance da. Natschmitschan, was aber bringt nicht rein. Emre mal wieder verletzt. Er stört ihn aber nicht, aber abseits war es auch noch. Natschmitschan. Ja, ganz knapp. Furkan ist da. Tugrul, Furkan. Oh, ja, Berg. Ei. Das gibt's doch nicht. Berg, hey, da machen wir so hundertprozentig. Das ist schon zwei. Hundertprozentige.
Oh! Ecke. Dachte ich schon. Blutgrätsche von hinten in den Mann, aber es gibt Ecke. 69. Minute. Ja, ich muss sagen, die Mannschaft gefällt mir eigentlich, wie die heute spielen. Da ist halt keiner. Hegemann. Nee, Hegemann. Emre. Diese weiten Pässe oder diese Steilpässe in die Tiefe kommt nicht an. Ein asymmetrischer Linksverteidiger, wie hat der Trainer da in der Pressekonferenz gesagt? Asymmetrischer Linksverteidiger, Wahnsinn, was es gibt. Und dann ist es drin. Cenk Sen, siebtes Saisontor. Aus 4-0. Das war jetzt auch, ist zu hoch das Ergebnis. Wir hatten die Chancen, haben sie nicht reingemacht. Aber die, sagen wir mal, ich würde sagen, eine Quote von 80% von den Chancen, die sie reinmachen. Können wir mal schauen. Die schießen sechsmal aufs Tor und machen vier Tore. Also. Kann schwach gewesen. Ja, dann verabschieden wir uns in die Winterpause. Ordentliche Leistung haben wir gezeigt. Davon kann man sich halt nichts kaufen. Da jene Turgutspor auch noch gewonnen hat, haben die jetzt 14 Punkte. Also es ist noch nicht alles verloren. Aber wir stehen kurz davor. Emre Essa fällt 3 Wochen aus. Oh. Also 3 plus haben wir. Das war die 20. Folge. Und ich gehe jetzt ins Bett. Servus und bye bye.